Grüezi miteinander. In den ersten Tagen des Januar wirken mehrere astrologische Konstellationen gleichzeitig. Da etwas rauszupicken, macht recht wenig Sinn. Darum gumpen wir gerade schon früher auf den 11. Januar. Die Sonne steht dann genau auf dem Pluto. Es gibt eine Konjunktion von diesen zwei sehr starken Zeichen. Das Thema bei so einer Stellung ist der Umgang mit Macht, Aggressionen und Streit. Am besten überstimmt man so Tage, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und sich nicht zu sehr von Emotionen leiten lässt. Einen kühlen Kopf behalten und ein bisschen neben sich herstehen und Situationen wie von außen beobachten. Das ist mein Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann. Es geht weiter mit viel Action am Himmel oben. Ich picke eine markante Konstellation vom 18. Januar raus. Die Venus und der Mars stehen dann in einem harmonischen Trigon zueinander. Die zwei Planeten stehen ja auch für den männlichen und weiblichen Pol. Beides sind auch Planeten, die mit Erotik und Sexualität zu tun haben. Tatsächlich kann es gut sein, dass es ziemlich knistert. Falls Sie jemanden kennenlernen, könnte es ratzfatz gehen, dass man sich näher kommt. Geniessen Sie es, aber denken Sie auch daran, dass es allenfalls nur eine körperliche Geschichte ist und nicht sehr in die Tiefe will gehen. Gegen Ende des Monats kommen dann teils ziemlich schwierige Konstellationen auf uns zu. Und wieder sind es ein Haufen. Ich picke mal einen Aspekt raus, der uns ziemlich fordern könnte. Am 21. Januar stehen Mars und Saturn in einem schwierigen Winkel zueinander. Passen Sie jetzt auf, dass Sie mit Ihren Kräften haushälterisch umgehen. Überforderung ist das grosse Thema. Und passen Sie auch auf, dass Sie nicht in einen Streit geraten. Die aktuellen Konflikte könnten Langzeitfolgen haben. Sie sehen, der Januar hat es definitiv in sich. Und wir haben in dieser kurzen Zeit nur ein bisschen an der Oberfläche herumgekratzt. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Rutsch ins 2019. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.